teilweise wurde ich in der Akquise auch schon damit konfrontiert, dass Geschäftsführer gesagt haben, ja, jetzt wollen mich hier irgendwelche Studenten beraten. Ich bin seit 20 Jahren Geschäftsführer, ich habe selber meine Erfahrung, was wollt ihr mir denn noch erzählen? Den Auszug, den du da gerade gehört hast, das war viel weniger ein Tiefschlag, mehr der Punkt, an dem sich die guten von den schlechten Verkäufern trennen. In der heutigen Folge rede ich das erste Mal mit einem studentischen Unternehmensberater. Das ist ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich selber von studentischer Unternehmensberatung sehr viel mitnehmen konnte. Im heutigen Gespräch mit Robin lernst du, wie studentische Beratung funktioniert, wie sie konkret in Paderborn abläuft. Und da natürlich auch, wie du da mitmachst, wie du da deinen Einstieg findest. Und wenn du bis zum Ende dran bleibst, kriegst du sogar noch einen sehr spannenden Buchtipp zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. In dem Sinne, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Dann sage ich, hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von In Up Out, dem Format, wo sich alles um Unternehmensberatung dreht. Mein Name ist Moritz Neuhaus und ich habe heute hier einen weiteren studentischen Berater, Robin. Hi. Schön, dass es geklappt hat. Ja, danke erstmal für die Einladung, ne? Sehr gerne. Wir werden heute in einer Kurzfassung mal wieder darüber reden, was studentische Unternehmensberatung ausmacht und was vielleicht auch gerade die studentische Beratung ausmacht, wo der Robin aktuell ist, aus Paderborn. Da sind die zu Hause mit einem besonderen Modell. Ja. Aber lass uns vielleicht erstmal mit dir anfangen, Robin. Stell dich vielleicht einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was studierst du? Und was machst du bei der studentischen Beratung? Ja, ich bin Robin, ich bin 21 Jahre alt, studiere im Moment in Paderborn Wirtschaftswissenschaften, bin jetzt im Erstsemester, habe davor aber schon 4 Semester Wirtschaftsinformatik studiert und bin seit dem Sommersemester 2017 bei Campus Consult. Also nächstes Jahr im Sommer wären es dann ja, gut 2 Jahre. Und ja, bisher habe ich schon einige Sachen bei Campus Consult gemacht. Ich war anfangs zuständig für die Homepage von uns, habe da so ein bisschen ja, meine ersten Erfahrungen außen mit WordPress sammeln dürfen. Bin danach dann dazu gekommen, dass ich Ressortleitung für Marketing und Vertrieb gemacht habe, wo ich ja, sehr viele Erfahrungen sammeln konnte und durfte, die auch sehr wertvoll waren für mich persönlich. Bin momentan Social Media und PR-Beauftragter, also ja, mache alles rund um Social Media, Facebook, Instagram. Habe jetzt letztes Mal auch einen Presseartikel geschrieben, zum Beispiel für unsere Uni-Zeitung und mache im Moment mein erstes externes Projekt. Cool. Lass uns einfach mal ein bisschen vielleicht vom Allgemeinen ins Spezielle gehen. Erklär vielleicht mal ganz kurz, was eure studentische Beratung ausmacht und wie die funktioniert, was ihr da so macht. Ja, vielleicht erstmal generell zur studentischen Unternehmensberatung. Das ist ja eigentlich so, dass ja, Studenten im Studium schon versuchen, Praxiserfahrung zu bekommen auf externen Projekten. Das ist ja eigentlich bei jeder studentischen Unternehmensberatung gleich. Also da unterscheiden wir uns jetzt nicht unbedingt von anderen JÖs, wie man es ja auch gerne nennt, hier in Deutschland. Das Besondere bei uns ist halt einfach, dass wir Gesellschafter einer GmbH sind, und zwar der Campus Consult Projektmanagement GmbH. Die ist halt darauf aus, Projekte an Studenten oder Absolventen zu vermitteln. Die GmbH ist 1997 entstanden aus einem Großprojekt, was Mitglieder unseres Vereins damals absolvieren wollten. Das Problem war aber, dass der Gesamtumfang des Projektes zu groß war, und man die das als Verein quasi nicht, ja, machen durften und deshalb halt diese GmbH gegründet haben. Die ursprüngliche Idee war dann eigentlich, diese GmbH ja, so laufen zu lassen, dass man da feste Berater hat, die dort fest angestellt sind und Projekte machen. Das Ganze hat dann aber nicht geklappt. Nach dem Projekt haben die Mitglieder quasi die GmbH dann wieder an den Verein ja, übergeben bzw. abgetreten. Somit sind wir jetzt halt Gesellschafter. Und mittlerweile hat die Campus Consult Projektmanagement GmbH 15 Mitarbeiter. Die beschäftigen sich halt, wie gesagt, damit, Projekte zu akquirieren und halt an Studenten und schon Absolventen zu vermitteln. Also die haben einen relativ großen Pool aus Beratern, die halt ansprechen. Und ja, das Coole bei uns ist halt einfach, dass man ja quasi bei uns in dem Verein erstmal reinkommt und generell auch so meistens die ersten Projekterfahrungen erstmal sammelt. Man hat verschiedene Möglichkeiten, sich in unseren Kompetenzteams zu engagieren.
Die sind sehr breit gefächert, sei es von Marketing über Vertrieb, IT, Human Resources oder Qualitätsmanagement. Dort sammelt man dann seine ersten Erfahrungen, baut Kompetenzen auf, macht dann vielleicht auch sein erstes Projekt, was ich jetzt gerade auch mache, mein erstes externes Projekt. Und dann ist es halt eigentlich, oder ist in der Regel der Weg, dass man dann nach dem ersten oder zweiten externen Projekt beim Verein dann halt auch Projekte für die GmbH macht, die dann halt auch umfangreicher sind und ja, die dann halt auch einfach generell vom Volumen her größer sind. Okay, aber der Hauptaugenmerk von der GmbH ist letztendlich Aufgabenstellung, Projekt mit Personen zusammenbringen. Also Personalvermittlung ist es teilweise dann auch Genau, für genau. große Auftraggeber. Genau, also die GmbH hat den Fokus eher auf Konzerne gelegt und bei denen stehen eigentlich auch eher so Prozesse, die in Richtung IT, Projekte, die eher in Richtung IT und Prozesse gehen, diese beiden Themen. Und ja, bei uns ist es eigentlich so, dass wir uns nicht wirklich spezialisiert haben. Wir ja, sind eigentlich relativ breit gefächert, was Projekte angeht. Lass uns noch mal ein bisschen mehr über den Verein reden und auch über dich reden. Du hast gerade gesagt, du bist auf deinem ersten Projekt. Was machst du? Ich mache jetzt bei einem Softwarehersteller aus Paderborn mache ich ein Überwachungsaudit für die DIN ISO-Zertifizierung, begleitet mit einer ja, Prozessoptimierung. Also wir gehen die Prozesse von dem Unternehmen sind wir bis jetzt ein bisschen nochmal durchgegangen, haben das Ganze neu strukturiert, haben ein paar Prozesse neu aufgenommen und bereiten jetzt in der zweiten Phase halt das Unternehmen auf das Überwachungsaudit vor, werden das dann auch mit denen durchführen. Und genau darum geht es jetzt in meinem ersten externen Projekt. Was konntest du da mitnehmen, Robin? Was konnte ich da mitnehmen? Ja, erstmal vielleicht so meine ersten Erfahrungen machen in dem Sinne, okay, wie ist es überhaupt bei einem externen Kunden zu sein? Davor hatte ich zwar auch schon ein paar Erfahrungen in die Richtung gesammelt, weil ich halt auch Ressortleiter für Marketing und Vertrieb war und da halt auch schon einige Kundentermine hatte. Dementsprechend war das jetzt nicht unbedingt so was Neues für mich, aber was ich generell mitnehmen konnte, war auch einfach so die Arbeitsweise von zum Beispiel meinem Projektleiter da, der ist halt auch schon etwas erfahrener und auch schon etwas länger bei uns. Das ist halt auch sehr interessant zu sehen, wie viel man dann halt auch von erfahrenen Leuten halt mitnehmen kann. Und ich denke mal, das ist ja auch generell so ja, das Modell der studentischen Unternehmensberatung, aber auch in generell Unternehmensberatung, dass man halt auch von erfahrenen Leuten lernt. Und ich denke, da kann man schon sehr viel mitnehmen, sei es jetzt persönlich, aber sei es auch fachlich. Genau, und es ist halt auch immer wieder spannend, auch in neue Themengebiete reinzufinden. Qualitätsmanagement war jetzt eigentlich noch nie ein Thema für mich vorher, wo ich gesagt habe, okay, das interessiert mich jetzt wirklich. Aber in dem Projekt habe ich jetzt auch einfach so gemerkt, dass es auch schon ein sehr wichtiges Thema ist und habe auch schon so irgendwo auch gemerkt, dass es vielleicht auch interessanter für mich ist, als ich am Anfang dachte. Sehr gut. Studentische Beratung ist für mich, wenn ich darüber rede oder nachdenke, so ein bisschen, als würde man wirklich gegenüber einem Praktikant, Werkstudent, würde man da so eine vorgesetzte Ebene rausnehmen und eigentlich direkt einen Kundenkontakt herstellen. Das ist das, wovon du auch gerade gesprochen hast, wo du viel mitnehmen konntest. Was würdest du sagen, sind vielleicht drei Aspekte, die du im Umgang mit Kunden da gelernt hast, die, egal wer sich das jetzt anhört, auf jeden Fall mal mitnehmen kann, also Tipps? Du meinst, wie man sich gegenüber einem Kunden verhalten sollte? Was dir da geholfen hat oder was dir da vielleicht auch klar geworden ist nach den ersten 6 Monaten, 12 Monaten, wo du das dann souveräner gemeistert hast. Was mir vielleicht der erste Punkt, was ich sagen würde, dass man keine Angst haben braucht. Ja? Also wenn man jetzt mal irgendwie vor einem Geschäftsführer oder so sitzt, das sind auch nur Menschen. Ich weiß noch so, vor meinen ersten Kundenterminen war ich schon ein bisschen aufgeregt. Ich denke mal, das ist auch irgendwo normal. Aber das legt sich mit der Zeit und es kommt halt auch so eine gewisse Routine rein. Das war auf jeden Fall ein Aspekt, würde ich sagen, den ich so mitgenommen habe. Also ich würde sagen, bei gutem Kundenkontakt kommt es auf jeden Fall darauf an, dass man, oder gerade auch im Projekt, dass man viel mit dem Kunden kommuniziert. Ich denke mal, das ist sehr wichtig. Das habe ich auch einfach gemerkt, dass es kann halt passieren, dass man so ein bisschen aneinander vorbeiredet, dann arbeitet das Projektteam vielleicht auch in eine falsche Richtung
Und das ist im Endeffekt natürlich dann auch nicht gut, weder für das Projektteam noch für den Kunden. Also Kommunikation ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema bei Kunden. Aber halt auch, würde ich sagen, ja, Verlässlichkeit, dass man auch irgendwie für das, was man das, was man dem Kunden verspricht, beziehungsweise das, ja, was man da auch vorlegt, dass man die Leistung dann auch erbringt. Mhm. Aber was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, auch gerade in der studentischen Unternehmensberatung, ist auch das Thema so Professionalität. Weil ich wurde, oder teilweise wurde ich in der Akquise auch schon damit konfrontiert, dass Geschäftsführer gesagt haben, ja, jetzt wollen mich hier irgendwelche Studenten beraten. Ich bin seit 20 Jahren Geschäftsführer, ich habe selber meine Erfahrung, was wollt ihr mir denn noch erzählen? Mhm. Und, wie reagierst du auf sowas? Wenn jemand sowas zu mir sagt, dann sage ich erstmal, dass ich ihn natürlich irgendwo auch verstehen kann, weil ich glaube, wäre ich in seiner Situation, dann würde ich, würde ich nichts anderes sagen. Andererseits bin ich aber der Meinung, dass gerade so studentische Berater auch nochmal neue Impulse setzen können und vielleicht auch nochmal ja, neue Denkweisen haben, wie man auch an Projekte herangehen kann. Mhm. Die bringen vielleicht auch mal einen frischen Wind hinein. Mhm. Und sie haben halt auch ja, aktuelles Wissen halt von der Uni. Und ich denke, das sind halt auch so Dinge, die vielleicht auch einen studentischen Berater von einem richtigen Unternehmensberater vielleicht irgendwo unterscheiden, weil klar sind richtige Unternehmensberater schon sehr erfahren, die haben schon sehr viel Projekterfahrung, aber sind vielleicht auch irgendwie in dem, was sie tun, so ein bisschen eingesessen und haben vielleicht auch so einen Tunnelblick entwickelt. Und studentische Unternehmensberater gehen halt auch, glaube ich, ja, mit frischem Wind an die Sache ran, und sind nicht so festgefahren, vielleicht auch noch schon in ihren Denkweisen. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, beziehungsweise was ich halt auch merke, sei es jetzt auch zum Beispiel bei Netzwerktreffen beim BDSU oder sonstiges, dass studentische Unternehmensberater auch sehr motiviert sind. Mhm. Und ich glaube, Motivation ist auch ein Faktor, der sehr viel bewirken kann und der auch sehr wichtig ist. Und das versuche ich dann halt auch den Kunden am Telefon klarzumachen. Ja, verstanden. Sehr cool. Du bist jetzt seit einem Jahr dabei. Du bist anderthalb Jahre dabei. Was sind Sachen, wo du sagst, an denen willst du in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr noch arbeiten? Was willst du bei Campus Consult lernen in den nächsten 12 Monaten? Worin ich mich auf jeden Fall noch vertiefen will, sind eigentlich so die Themen Marketing und Vertrieb. Weil das sind auch einfach die Themen, wo ich für mich gemerkt habe, okay, das ist meine Leidenschaft, da möchte ich später auch mal beruflich hin. Mhm. Aber in den Themen möchte ich mich auf jeden Fall weiterhin noch vertiefen, das mache ich aktuell auch schon. Weiteres Thema, was ich aber auch für mich halt durch mein erstes Projekt jetzt auch entdeckt habe, ein bisschen, ist das Thema Qualitätsmanagement. Mhm. Ja, wo ich vielleicht, was heißt vielleicht, wo ich mich gerne eigentlich auch noch weiterbilden würde. Weil wir sind zwar relativ breit gefächert in unseren Projekten, jedoch sind viele unserer Projekte und halt auch bezogen auf die GmbH, die ja sich auch ein bisschen auf Prozessprojekte spezialisiert haben, ist da halt schon eigentlich sind da die Projekte eigentlich meistens Prozessprojekte. Cool. Was ist vielleicht ein Zitat, ein Buch, ein Seminar, irgendwas, was du in den letzten Monaten gemacht hast, was dir extrem geholfen hat, dich persönlich weiterzuentwickeln? Was kannst du da als Tipp mitgeben? Bezogen jetzt auf Campus Consult oder generell? Auf deine Arbeit bei Campus Consult oder auch für dich als Person, was Selbstmanagement angeht, Marketing und Vertrieb, ist alles erlaubt. Also ich muss sagen, ich selbst beschäftige mich auch seitdem ich eigentlich bei Campus Consult bin, davor auch schon ein bisschen sehr mit Persönlichkeitsentwicklung. Habe dazu jetzt auch schon einige Bücher gelesen. Und das Zitat, was mich sehr, also ich habe ein Buch gelesen, das Robbins Power Prinzip, vielleicht kennst du das auch. Tony Robbins. Genau, sehr krasser Typ. Und der hat mal gesagt, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und ja, dieses Zitat, würde ich sagen, ist schon sehr wirkungsvoll, wenn man so mal darüber nachdenkt, wie er das auch in dem Buch thematisiert, ist sehr spannend. Jetzt habe ich das Ganze gehört, als Außenstehender, ich komme vielleicht aus der Nähe Paderborn, ich weiß nicht, wie so euer Einzugsgebiet ist, aber rund um Paderborn und sage, okay, ich studiere da in der Nähe, ich hätte da Bock mitzuarbeiten. Das, was der Robin da erzählt, das, was der Robin da in den letzten anderthalb Jahren gelernt hat, das interessiert mich, das würde ich auch können. Wie würde das jetzt konkret aussehen? Also was wäre da der erste, zweite, dritte Schritt?
Der erste Schritt, man findet uns natürlich auf Facebook oder auf Instagram unter Campus Consult e.V. Da muss man ein bisschen aufpassen, auf Instagram gibt es halt auch noch die Campus Consult Projektmanagement GmbH, Facebook auch. Da kann man uns, wenn man zu uns kommen möchte, gerne schreiben oder kontaktieren. Natürlich aber auch über unsere Homepage. Wir haben auch eine Telefonnummer, also ihr könnt auch einfach, man kann im Büro anrufen. Mhm. Und ja, sonst haben wir halt zweimal im Jahr unsere Recruiting-Phasen, einmal zum Sommersemester, einmal zum Wintersemester, ganz gewohnt. Und da haben wir dann halt auch immer Infoabende, wo man erstmal reinschnuppern kann, wo auch ein bisschen darauf eingegangen wird, okay, wie läuft überhaupt ein Projekt ab? So eine kleine Projektsimulation, um so einen ersten Eindruck zu bekommen. Da stellen sich dann auch nochmal die einzelnen Ressorts vor, also die einzelnen Teams, die wir quasi haben, wo man sich halt engagieren kann. Und genau, da wird dann halt auch das weitere Vorgehen dann besprochen. Cool, packen wir auf jeden Fall auch mit unten rein. Also wenn dich das interessiert, bist du dann mit einem Klick sofort dabei. Das war es erstmal inhaltlich, würde ich sagen. Jetzt bist du gefragt mal wieder. Wenn du so lange durchgehalten hast, dann danke ich dir auf jeden Fall dafür und freue mich, wenn du das Ganze mit einem Daumen nach oben bei YouTube oder auch mit einer 5-Sterne-Bewertung bei iTunes honorierst. Lass mich auch gerne wissen, ob du weitere Anregungen hast, weitere Ideen, weitere Fragen an studentische Berater, an das ganze Modell an sich. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt Let's Talk About Consulting. Dankeschön.